Kastanienallee. Amma. Einsamkeit finde ich wunderbar, das Thema. Obwohl, so einsam war sie eigentlich gar nicht. Ich weiß ihr Alter nicht genau, aber ich habe sie dann später mal kennengelernt. Da habe ich für Geo eine Geschichte gemacht über die Zionskirchgemeinde. Die wollten immer mal eine Ostkirchgemeinde vorstellen und Zionskirche war damals ins Gespräch gekommen. A, durch die Umweltbibliothek, den vergeblichen Stasi-Überfall auf die Umweltbibliothek und dann den Überfall der Hooligans auf eine Veranstaltung in der Zionskirche. Und während der Arbeiten an dieser Reportage habe ich die Oma dann auch kennengelernt, weil die sang im Kirchenchor. Das ist der Zionskirchplatz, das sind jetzt bloß noch 100 Meter bis zur Kirche. Pfarrer Simon war damals dort der Zuständige. Und der hat für mich sehr viel Mut bewiesen, indem er eben halt die Umweltbibliothek bei sich hat ansiedeln lassen. Das war schon ein mutiger Schritt. Die haben ja auch so Umweltblätter gedruckt, also alles illegale Sachen, wo sie Daten veröffentlicht haben, die sonst woanders in Stahlschränken im Tresor gelegen hätten. Also das war schon so ein Widerstandsnest, so eine oppositionelle Arbeit, die auch für das Ende der DDR meiner Meinung nach sehr wichtig war, weil so eine Geschichten haben dazu beigetragen, dass die Leute mehr wahrgenommen haben von der Realität in diesem Land und auch mutiger darauf reagiert haben, auf die Realität. Also sie haben sich nicht mehr alles gefallen lassen, in dem Sinne, wie es vielleicht in den 70er Jahren noch alles war. Da hat ja Honecker dann versprochen, es wird alles besser wirtschaftlich und so weiter. Das war dann in den 80er Jahren noch schlimmer. Und dann ist das Sputnik-Verbot gekommen, 87, 88, so die Drehe. Sputnik war so eine Kulturzeitschrift, eine sowjetische, die in der DDR in Deutsch verkauft wurde. Und das war so eine Kulturmagazin. Aber die haben natürlich viel auch über Gorbatschow, Glasnost und so berichtet. Und deswegen ist es verboten worden, weil diese Gedankengänge sollten sich nicht in die Gehirne der DDR-Bürger einpflanzen. Und dieses Verbot hat aber eigentlich als Bumerang gewirkt, weil eine Zeitschrift zu verbieten, die aus Freundesland und Bruderland kommt, ist ja so unsinnig letztendlich, dass viele, die im Kulturbereich gearbeitet haben, gesagt haben, nanu, erst recht. Und da ist dann sozusagen, das hat sich ausgewirkt in Bereichen der Zensur, also wo die früher sich noch selber zensiert haben, die Lektoren in Verlagen und so weiter, die sind dann einen Schritt weitergegangen und haben gesagt, na nun nicht mehr mit mir. Also ich durfte dann veröffentlichen. Ich habe dann plötzlich meine ersten Veröffentlichungen im Sonntag gehabt, also Kulturpolitische Wochenzeitung der DDR, heute Freitag. Oder in der NBI, Neue Berliner Illustrierte. Ich habe Aufträge gekriegt, ich habe mit dem Kulturministerium zusammengearbeitet. Also da war so eine Öffnung spürbar, die aber von unten kam. Nicht von oben verordnet, sondern von unten. Und das war eigentlich eine ganz entscheidende Geschichte, weil die Leute einfach dann gesagt haben, bis hierher und nicht weiter, jetzt probiere ich mal meinen kleinen eigenen Weg. Das war eine ganz wichtige Geschichte. Und das hat für mich alles damit zu tun, dass Leute Zivilcourage gezeigt haben und Zionskirche, Hut ab. Gibt es ja heute noch als Hafemann-Gesellschaft, die Umweltbibliothek. Gibt auch mehrere Ableger, also Großhennersdorf im Dreiländereck unten, auch eine wunderschöne Geschichte. Und berechtigt weiterhin.